So, wir haben uns für die größte Esserin auf der Welt gesehen. Wir haben erstmal zum Beifall, erstmal guten Morgen. Und wir haben uns zum Beifall erstmal 1000 Yen in die Hand gedrückt, weil die so viel geht. Und nee, ohne Scheiß, ich hab schon viel gesehen, was jemand isst. Aber die war halt richtig dünn, ich glaube, die war magersüchtig oder so. Ich weiß nicht, oder sehr gute Verdauung. Aber die hat, ohne Witz, das, was ich gesehen habe, waren schon 3 Kilo, wirklich 3 Kilo. 400er? Da ist ein Ninja. 400er? Julian, den haben wir auch gerade getroffen. Jo, was geht ab? Ja, jetzt kommen hier die Ausländer, die übernehmen Japan, würde ich sagen. Hier schau, kannst auch schon. Und oh, hier das Essen über, das sieht so lecker aus. Ja, da waren wir gestern drin. Das. Das war noch schön. Das war noch Zeit. Ja, und wir gehen dann später Achterbahn fahren und jetzt gehen wir erstmal mit Julian was essen, weil der hat Hunger. Und ja, was noch? Nix. War eine schöne Nacht, wir haben geschlafen wie Babys. Wie Babys. Was? Nicht, dass die denken, das wird wirklich der Geld. Nein, wir haben ja kein Geld gegeben. Wir haben 1000 Yen verloren. Und dann hat sie ihr Handy hingeschmissen und hat die 1000 Yen einfach genommen. Also ich habe sie gegeben, weil ich dachte, es waren ihre. Und dann hat der Klepp gemeint, nee, das sind meine. Und dann hat sie einfach so getan, als wenn sie das nicht versteht. Hat sie wahrscheinlich auch wirklich nicht, aber so, nein, das war meins, war mein. Schau dir das mal, das Gebäude an. Ich habe erst nicht wirklich das ist viel cooler, ein hier Karussell. Da müssen wir endlich mal ein Karussell. Hui. Hey, da haben sie keine Zeit. Ja, den kann man sich aber online anschauen. Naruto, der Film. Echt. Aber die haben richtig gute Besetzung. Das sieht richtig gut aus. Würde ich mal sagen, school's out, ne? Ich geh jetzt mal ins Riesenrad. Junge, man sieht doch bloß 6, 7, 10 Meter. So, jetzt kann man auch ein bisschen Smalltalk machen, wenn wir schon hier im Riesenrad sind, wie die verliebten Pärchen oder so, wo sie sind. Ja, wir haben uns aufgeteilt, weil Klepp, das ist zu groß. Klappt halt einfach nicht mit den Kilo. 260 Kilo ist ja schon bei uns jetzt knapp, ne? Eigentlich wiegst du so wenig. Naja, wir fahren jetzt mal hoch, wir werden uns nochmal, wenn wir oben sind, und geben euch nochmal einen Einblick in unser Viertel, in unser Ghetto hier. You're on my mind, thinking about you all the time. Ja, so ist es hier mit uns verliebt, ne? Nee, voll geil. Wow, und dann geht's weiter. Kommt vor wie in SimCity. Jetzt werden wir direkt in SimCity. Ja, das ist auch ein gutes Bild. Wie die Asiaten, bloß andersrum. Wir stehen da und filmen alles und fotografieren alles. Das ist nicht Rassisten. Naja. Also ich habe gehört, du hast eine schöne Kette von deiner Freundin. Baby, Baby. Oh. Ein Herz, Dr. Bill. Ich zeige euch noch mal ganz kurz die Achterbahn. Die ist schon mega krass. Vor allem, die geht da hinten durch. Seht ihr das? Ganz da hinten durch dieses kleine Ding durch. Durchs Riesenrad auch durch. Oder? Die geht hier lang und dann hier durch direkt. Das ist schon richtig heftig. Ich würde voll gerne damit fahren. Natürlich müssen wir erstmal shoppen gehen und Kleider für Kinder rausnehmen. Also hier in dem ersten Laden ist so ein bisschen so halb cool, halb, ich weiß auch nicht, kommen wir alles so wie die Mode von vor, aus den 80ern, ich wüsste, 80er, in der 90er, 2000, Ende 2000 nicht mehr, 90er eher, wow, richtig heftig. Ah, die Mucke ist mega geil hier.
glaube, ich werde auf die Männerpyramide gehen. Okay. Oh, cool. So, Julian und ich, wir haben jetzt irgendeinen Schrein gefunden. Wir sollten auch nicht so laut sein. Aber richtig schön, so mitten in der Stadt einfach. Richtig geil. Aber voll schön. Also, hier ist auch viel kühler jetzt als außen irgendwie durch die Bäume, oder? Stimmt, ja. Voll krass. Durch den Schatten, haha. Oh, die Wurzeln. Richtig geiler Tempel. Hammer. Da oben. Da fühlt sich einfach mal voll zurückversetzt, ne? Jetzt nur die Häuser hinten nicht mehr. Ansonsten. Natur, Natur, Natur. Hoch raus. Der hat echt Wurzeln, ne? Richtig krass. Hier riecht es aber auch frisch. Ne? Wow, da hängen Orangen dran, echt. Hammer. Ja, wollen wir wieder zwischen, oder? Oder bist du da noch? Ab und zu ragt da hinten noch so ein fetter Wolkenkratzer raus. Ja, kann ja auch passieren. Kann ja auch passieren. In Togo. Wo sind wir? In Yoshima. Und wir haben gerade die Mietwohnung bekommen. Und die ist ganz putzig. Und hier, mach raus, komm schnell. Das. Voll geil. Die ist ein bisschen hoch, aber trotzdem voll cool. Und abgesperrt. Wir haben jetzt auch Wi-Fi, das ist ganz cool. Ich hoffe, das ist unlimited. Und wir haben hier eine Maschine, eine Maschine, ja, Wäsche, Trockner, Waschmaschine. Und unsere Miniküche. Wow. Aha. Wow. So, wo? Und ach, die Toilette noch schnell. Die Toilette ist hier. Ganz klein, ein bisschen älter als bei dem anderen Hotel. Sieht man das jetzt von hier? Warte mal. Ja, die andere war ewig groß, haben wir gesehen, die andere Wanne. Aber selbst das ist eigentlich ganz lässig für uns jetzt hier. Und hier stehst du eigentlich schon direkt in der Dusche. Da kannst du die Pille mal angucken, wenn du duscht. Und wieder aus. Eine Toshiba Toilette. Die ist auch ganz cool, vor allem wenn man spürt. Komm, kannst du dir da wieder die Hände waschen mit dem Wasser, das in die Klospülung reinläuft. Das finde ich ziemlich praktisch, sollte man eigentlich übernehmen. Also das ist schon echt praktisch. Warum haben wir das nicht? So, und das ist unser Wohnzimmer. Julian ist da, der hat Hunger, der hat vorhin gegessen. Und das... Ha? Du hast auch Hunger, also wir werden wahrscheinlich gleich wieder essen gehen. Unser Fernseher ist ein bisschen kleiner geworden. Jetzt gehen wir auf den Balkon. Das erste Mal. Unboxing-Zimmer. Unboxing-Balkon. Oh, das sind noch Sachen von unseren Nachbarn. Okay. Ja, geht schon. Ja, auf jeden Fall, man merkt schon, dieses Geschäftsviertel. Ja, das kann. Wir wünschen sie, ja. Nicht, mach das lieber nicht. Da steht auch drauf, nicht drauf. Okay. Und. Ja, Anime-Viertel ist gleich um die Ecke, ne? Ja, weiter im. Das ist richtig geil. Ich habe schon mal ganz kurz reingelunzt gerade, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Ach, deswegen warst du dann nicht. Nein, wir sind extra nicht hingegangen. Oh, die Polizei kommt. Sie haben mich angeschaut und hatten Angst, mich anzusprechen.